Ja, hi. Der Report natürlich noch zu Ostrava, einen geilen Wettkampf wieder seit langem, seit Berlin 2009 eigentlich. Kurze Revue, Haddadi mit 66,98 hat im Regen die Jagd eröffnet. Piotr ließ nicht lange auf sich warten, 66,95, also super nah beieinander. Miri dann mit 67,46 hat plötzlich die Führung gehabt, hatte natürlich schon vorher weite Würfe, leider ungültig. Ja, dann war ich plötzlich mit 66,09 Vierter. Das war natürlich blöd. Und nachdem Kanter dann noch mit 66,97, also vor Piotr und nach Ezan Haddadi, sich als Vierter etablierte, ja, blieb mir nichts anderes übrig. Hab 67,10 noch im letzten rausgehauen, war eigentlich ein geiles Ding. Hat natürlich nicht ganz gereicht für Viri, aber ich gönne es ihm jetzt auch. Ja, ist auf diese Durststrecke vorbei, von einem Deutschen geschlagen zu werden. Ich glaube, 6 Jahre, 6,5 hat es gedauert. Ja, man sieht auch immer erst dann, wenn es vorbei ist, was man eigentlich erreicht hat. Und insofern bin ich auch froh, dass das auch vorbei ist. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Wettkampf, die deutschen Meisterschaften. Viri ist gut in Schuss. Und ich muss mich ganz schön strecken, aber ich werde mein Bestes geben und ist alles nur gut für euch. Bis dann.